Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der Miniserie. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns die Pistolen und Revolver angeschaut, also die Handfeuerwaffen. Und so wie ihr im Titel lesen könnt, geht es heute natürlich um die Sturmgewehre oder, wie man sagt, Maschinengewehre, die es hier in Scum aktuell gibt. Es wird natürlich noch in weiteren Patches bestimmt das ein oder andere dazukommen. Oder ich habe sogar eins vergessen, aber das glaube ich irgendwie nicht, weil ich habe wirklich alles doppelt und dreifach durchgeguckt gerade und länger was vorbereitet. Also heute geht es um Sturmgewehre, was wir anbauen können, welche ich persönlich favorisiere, welcher Feuermodus wirklich für mich interessant ist und was es alles so gibt. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben und natürlich könnt ihr in die Kommentare mit reinschreiben, was eure Lieblingswaffe im Spiel ist, wie ihr die benutzt oder eure Anbauteile. Das ist nämlich hier mittlerweile ganz schön umfangreich. So gut, Steffi hört jetzt auf zu tanzen, denn das geht mir auf den Keks. Und dann seht ihr mal, was ich hier vorbereitet habe. Das Ganze hat ein bisschen was gedauert und das Thema Sturmgewehre ist tatsächlich schon etwas umfangreicher. Es lodert ein dickes Feuer, weil es ziemlich kalt war und ich will nicht die ganze Zeit so ein fett eingefrorenes Bild haben. So, hier haben wir schon mal zwei Waffenracks voll mit schönen Gewehren. Ich habe als Vorführmodell heute, wo ich eigentlich alles mit dran bauen will und erklären will, das AK-47 genommen, weil das einfach hier im Spiel eine Waffe ist, die man sehr oft findet und ich glaube auch sehr beliebt. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Und wir gucken uns auf jeden Fall jede einzelne an und ich versuche darauf einzugehen, wie ich die benutzen würde oder wie ihr die benutzt, könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Gut, vorbereitet habe ich hier vier Tische oder 1, 2, 3, 4, 5 mit Racks und nochmal eine Bank. Also ein ganz schönes Chaos und ich hoffe, ich bringe das nicht ganz so durcheinander. So, wir wechseln in die Ego-Perspektive und gehen mal zu dem Tisch mit der AK. Dort habe ich alles hingeschmissen, was ihr im Spiel für so ein Sturmgewehr finden könnt oder was auch notwendig ist zum Benutzen. Ne? Also die AK selber, die AK-47, gibt es in zwei Ausführungen. Es gibt die einmal mit Gravierung, man kann sie da ganz grob erkennen, die Gravierung. Ich kann es auch in meine Hand nehmen, dann seht ihr da sogar diese goldene Gravierung. Das spielt aber nichts zur Sache, ist dasselbe Gewehr wie die, sieht nur ein bisschen anders aus, gibt es aber auch schon ganz lange hier im Game, also ist nichts Neues. Das hier ist natürlich die ganz normale AK, komplett ohne Anbauteile in der Hand. Ich gehe mal im Menü, falscher Knopf, ich gehe mal im Menü, da seht ihr hier die AK, hier ist nochmal der Admin-Helper, der mir geholfen hat, das alles auch herzuzaubern. Komplett ohne Anbauteile, ohne Magazin, das ist hier im Bild immer mit drin, aber in Wirklichkeit gibt es da gar keins. Und ja, die erste Möglichkeit, die ihr dann habt, wenn ihr so ein Sturmgewehr gefunden habt und ganz rein zufällig auch ein Päckchen Munition, ich mache das jetzt einfach mal eiskalt, ist halt gerade die Tracer-Munition, macht aber nichts. Mal irgendwo hinlegen, so. Gibt es tatsächlich den Einzelschuss. Das heißt, die Dame führt, oder der Herr, der führt einen Schuss ein. Er führt einfach nur einen Schuss ein, das heißt, über den Verschluss einfach nur eine Kugel reingedrückt. Das heißt, man kann nicht mehr, also das muss man wirklich nach jedem Schuss nochmal machen. Wäre das die erste Möglichkeit, eine Waffe hier im Spiel zu benutzen. Natürlich ist viel praktischer, wenn man Magazine benutzt und die AK ist da so ein kleiner Sonderfall, denn sie kann auch benutzen das RPK 74 Magazin, das ist ein 75 Schuss Magazin und auch das nimmt sie ganz gerne an sich. Und das heißt, dass ihr im Einzelfeuer, ich glaube jetzt habe ich Doppelfeuer, Mehrfachfeuer, tatsächlich 75 Schuss gezielt abgeben könnt. Also im Einzelfeuer, was ich persönlich empfehle im Fernkampf, wegen Munitionsverbrauch und Genauigkeit, ist auf jeden Fall angebracht, mit Einzelfeuer zu schießen. Kann man ja auch schnell schießen, ne? Aber man kann halt ein bisschen gezielter schießen. Ziele zu bekämpfen. Im Nahkampf definitiv Dauerfeuer. Ne? Also da, wenn man schnell was zu Ende bringen will. Gut, das zu dem Magazin. Das Trommelmagazin ist natürlich schon ein krasses Gerät. Findet man relativ oft in Scum. Dann hat man hier noch das ganz normale AK-47 Magazin mit 30 Schuss drin und damit kann man dann auch ein bisschen Action machen. Und ja, die AK ist wirklich schon eine sehr starke Waffe. Hier oben haben wir nochmal eine Sonderform für die AK-15. Die AK-15 habe ich uns hier hingelegt. Da ist sie, da hängt sie schön drin im Waffenrack.
Die benutzt genau dieselbe Munition wie die AK-47, also dieses Kaliber hier, 7,62 mal 39, und die Magazine lassen sich dann genauso laden. Gut, das dazu erstmal, ne? Munition und Magazine. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Waffe ein bisschen aufzurüsten. Das heißt, wir haben zum Beispiel sowas wie ein AK-47 graviert, nein, ein AK-15 Schalldämpfer. Lasst euch da nicht irritieren, der passt auch, wie ihr es gesehen, auf die AK-15. Wenn wir jetzt mal gucken kurz, guck mal, da sieht ihr die Kugel sogar, passt tatsächlich sogar auf die Waffe drauf. Und dann haben wir eine geschallgedämpfte AK-47. Jetzt musst du pinkeln. Das ist natürlich ein schlechtes Timing, junge Frau. Gut, dann haben wir ein Bajonett. Ein Bajonett ist eine sehr interessante Geschichte. Einfach draufklicken, zack, bumm, hat sie das drauf. Nein, Überraschung, das geht nicht. Wir haben ja einen Schalldämpfer drauf. Mit einem Schalldämpfer geht es nicht, gleichzeitig ein Bajonett zu montieren, weil der Schalldämpfer ja vorne drauf ist. Und dann kann man das nicht machen. Den benutzt man einfach mit der Leertaste. Ganz simpel. Und der ist wirklich stark, so ein Bajonett. Bajonett ist wirklich ein Hieb auf einen Zombie und der fällt tot um. Noch jedenfalls. Wie gesagt, das kann sich bei jedem Patch ändern. Dann kommt dazu noch ein interessantes Objekt, wie zum Beispiel diese improvisierte Taschenlampe. Ich könnte mich jetzt täuschen, dass auf der AK wirklich nur die improvisierte funktioniert. Die tut man mit Shift und E aktivieren. Ist natürlich jetzt sehr hell. Und man kann das Feld so ein bisschen ausleuchten. Ne, ihr seht das. Und das Ganze ist, glaube ich, sogar auch batteriegebunden. Aber hier findet man ja so viele Batterien im Spiel. Ich weiß nicht, ob die überhaupt leer gehen kann. Keine Ahnung, wieso das nachts sich gerät. Aber ist ein weiteres Anbauteil für ein Sturmgewehr. Das geht eigentlich auf jeden Sturmgewehr, die improvisierte oder die dafür gebaute. Dann kommt dazu Visierungen. Also wir sehen jetzt hier tatsächlich viele Visiere. Und da habe ich hier zum Beispiel den RIS-Adapter. Der möchte nicht ganz so gerne gezeigt werden. Der schwankt so ein bisschen durch den Tisch. Ich wollte mich gerade eigentlich hinlegen. Na doch, der steht auf dem Tisch, der sieht nur so aus. Das ist das ganz normale für die russischen Waffen. Da seht ihr das, ist draufgebaut. Ja, Träger für die ganzen Visierungen. Und da haben wir wahrhaftig eine riesen Auswahl mittlerweile in Scum von kleinen Rotpunktvisieren, professionellen Rotpunktvisieren, obwohl die sind alle professionell, holographische Visiere, nochmal so ein Leuchtpunktvisier. Und nochmal so ein holographisches, interessantes, schönes. Und ja, das sind die einfach hier einfach geil drauf passen, ne? Also mein favorisiertes ist das holographische. Ich setze mal drauf, ist das hier. Also das finde ich am interessantesten für Nahkampfbereiche. So, wenn wir Event spielen oder sowas, wäre das natürlich top. Oder halt mal Taschenlampe aus. Ja, damit kämpfen wollen. Also ich finde es ganz interessant, muss ich sagen. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ich mache das mal wieder ab, dass AK-47 mit 75 Schuss auszustatten. Das haben wir ja gerade das Thema. Und ein dickes, fettes Scope drauf zu packen, wie zum Beispiel das M82 Alpha 1 Zielfernrohr. Das ist schon ein Monster und hat auch dementsprechend einen richtig heftigen Zoom. Und ja, damit kann man Ziele wirklich sehr gut bekämpfen, wenn ihr jetzt mal euch vorstellt, da im Einzelfeuer zu schießen, ne? Also es ist schon heftig. 75 Schuss, fast wie ein Scharfschütze. Wahnsinn. Also da kannst du richtig Ärger mitmachen. Du kannst das aber mit jedem Scharfschützen, ach Quatsch, Scharfschützengewehre kommen später, mit jedem Sturmgewehr so machen. Nur haben wir hier die Möglichkeit, das 75 Schuss Magazin zu machen. Und das ist schon echt, echt ein Burner, muss ich sagen, ne? Oder ihr entscheidet euch für die günstige Variante, das wäre das Zielfernrohr hier, das selbstgebaute Maschendrahtzaun Scharfschützengewehr. Das ist wirklich nur selbst gebaut und hat tatsächlich sogar schon mal bei mir im Video einen Kill verursacht. Gut, aber favorisieren tue ich hier tatsächlich bei so einem Sturmgewehr, weil wenn ich losgehe in Scum, habe ich ein Scharfschützengewehr dabei im besten Fall und eine Sturmgewehr oder Maschinengewehr, ne? Und eine Pistole noch dazu, so als Backup-Waffe. Favorisiere ich aber natürlich das ACOG oder ECOG, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das hat so einen Vierfachvergrößerungszoom. Der ist nicht zu groß und nicht zu klein. Da kann man auch Entfernung mit einstellen. Das habe ich ja in einem Steuerungsvideo schon erklärt. Und lässt sich sehr gut benutzen dafür einfach, ne? Also ich finde es wirklich so als Waffensetting perfekt. Als Waffe. So.
Das sind also Dinge, die wir so draufbauen dürfen. Wir gucken uns jetzt mal die verschiedenen Visiere an. Das hatten wir gerade gesehen. Das haben wir gerade gesehen. Es gibt noch das russische P2, also 223 Zielfernrohr. Das ist auch schon ziemlich gut, muss ich sagen. Sehr schönes Zielfernrohr. Schieße ich auch sehr gerne mit. Wenn ich es finde, freue ich mich auch. Aber ich freue mich am meisten über das M82 Zielfernrohr, was einfach am besten ist für mich. Also persönliche Meinung. Dann haben wir ganz normale Rotpunktvisiere, die wir auf den Waffen drauf popeln dürfen. Schießt jetzt mal nicht, ne, weil dann kommt vielleicht noch ein Zombie angerannt und ich habe nur einen Schuss im Magazin. Also das ganz normale Rotpunktvisier lässt sich hier locker easy drauf packen. Dann das V3 holographische, da stehe ich nicht so drauf. Da erkenne ich nicht so gut. Ne, kann man aber benutzen, wenn man es mag. Und da hat man auch wieder so ein bisschen Zoom mit bei, wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält. Dann haben wir noch ein weiteres schönes Rotpunkt-Quatsch-Holographisches. Das ist im eigentlich dasselbe, da waren zwei Punkte drin. Also ich verstehe den ganzen großen Unterschied nicht. Ist aber nicht dasselbe. Tatsächlich nicht. Ihr könnt sehen, da liegen sie beide. Dann kommen wir zu ein bisschen moderneren Teilen. Es war auch nur ein Rotpunkt. Ist aber halt relativ, ja, wie soll man das beschreiben? Groß und man hat ein schönes Sichtfeld, weil der Ring so schön groß ist und der Rest so ein bisschen kleiner gehalten ist. Also hier könnte man auch wunderschön mit schießen. So. Und dann gibt es noch das. Habe ich noch nie gefunden, ohne Witz. Rotpunktvisier. Was nicht viel ausmacht, tatsächlich nicht von der Optik her. Aber es gibt halt schön viele Modelle. Und durch den RS-Adapter habt ihr halt die Möglichkeit, diese Dinge alle drauf zu popeln und zu benutzen. Finde ich sehr geil und macht auch riesen Spaß. So, ich muss ja mal kurz am Feuer mich aufwärmen. Und wollte noch auf eine andere Sonderform eingehen von dem RS-Adapter. Den habe ich mal hier hingelegt. Es gibt einmal die improvisierte Schiene. Das ist der RS-Adapter und die kurze improvisierte Schiene. Da wollte ich mit euch heute ein Experiment machen und mal gucken, wofür die überhaupt sind. Ne? Den RS-Adapter nehme ich mal weg und tue mal die lange improvisierte Schiene drauf. Das geht ohne Probleme. Und check mal, ob wir da auch einfach ganz normal alles drauf puppeln können. Denn der RS-Adapter ist tatsächlich, ja, geht ganz normal. Der ist tatsächlich eher selten auch zu finden. Ne? So, den legen wir wieder weg. Und ich schmeiße mal den kurzen drauf, denn so eine Frage habe ich mir schon die ganze Zeit gestellt. Ich denke, jetzt geht das nicht. Ne, jetzt steckst du es in die Tasche, aber dafür kriegst du die kurzen drauf. So habe ich mir das eigentlich auch gedacht. Also, lassen sich super günstig herstellen und du musst dich die ganze Zeit nach einem RS-Adapter suchen und hast tatsächlich eine wunderschöne Optik bekommen. Ne? Also, sauber, Pompower. Es funktioniert, da bin ich mir zufrieden. So, gut, das packen wir mal da rein und, ja, russische Waffen haben hier ja, einen Großteil im Spiel tatsächlich. Wie gesagt, die meisten benutzen 7,62x39mm, aber wir haben natürlich auch noch andere Gewehre, wie zum Beispiel die AS Val. Das ist diese hier, die habe ich schon mal komplett aufgemüdelt, bis auf eine Optik drauf. Und die benötigt wieder eine eigene Munition und auch eigene Magazine, wie man sieht. Das habe ich, glaube ich, hier hingelegt genug. Das wollte sich nicht so hinlegen lassen, das Magazin. Warum auch immer, das schwebte so im Tisch hier rum. Und ich lasse dann auch nicht mehr greifen. So, wo habe ich es jetzt hingetan? Da ist es. Ne? Es hat ein ganz eigenes Magazin für sich, für das eigene Kaliber. Ne? Die Munition habe ich, glaube ich, jetzt leider vergessen hinzulegen. Macht aber nichts. Ne? Wir haben die ja hier drin und können, wenn wir wollen, nicht entladen. Nein, da muss ich es dafür in der Tasche stecken. So. Das Kaliber 7,62x39. Das hört sich genauso an. Wartet mal. Muss jetzt mal was abchecken. 7,6x39, das ist dasselbe Kaliber. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall haben die wahrscheinlich. Ach ne, hier steht 9x39. Blödsinn. Ich habe Blödsinn gelesen, weil basiert auf russischen Patronen. Es basiert auf der Patrone. Aber das hat 9mm x39. Deswegen passt die natürlich nicht in der AK rein, ne? Ist ja klar. So, das ist das wunderschöne Ding. So, gut. Weg damit. Also die hat, wie gesagt, die ihre eigene Munition. Hat von vornherein einen Schalldämpfer drauf. Was sehr gut ist. Ich benutze die Waffe selber eigentlich nicht, muss ich zugeben. So. Ich laufe gerade im Kreis hier vor irgendwas vor. Okay. Also den benutze ich sehr selten im Spiel, ne? Aber wie ihr hört schon, die hat einen Schalldämpfer und ich hatte noch einen Schuss drin, habe ich nicht aufgepasst. So, gut,
Nein, fertige Waffe wollte ich da reinstecken. So, dann haben wir als russische Waffe die AKM. Die AKM selber benutzt auch die ganz normale 7,62x39 Magazine und auch das ganz normale AK-Magazin. Ne? Also da sind die Russen wirklich gut, muss ich sagen. Also viele verschiedene Waffen, viele verschiedene Modis, aber man hat wirklich immer dasselbe, was man nutzen kann, ne? An Magazin. Ne? Also auch das große RPK-Magazin passt da drauf. Das ist echt eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Also wie, die kann man auch sehr gut benutzen, wie gesagt, als richtig gute Waffe. Also die tut sich jetzt halt nicht viel mit der AK-47 meines Gefühls aus. Die AKM ist, glaube ich, aber einfach nur eine Weiterentwicklung von der AK-47 gewesen. Also im Spiel macht sowas eigentlich was kaum aus. Ne? Dann kommen wir zu der Sonderform. Die AK-47U, AKS-47U, die hat natürlich dann wieder eine Sondermagazinform und eine Sondermunition. Die habe ich hier einfach mal hingelegt. Da seht ihr das beide. Das Magazin selber sieht so aus und die Munition sieht so aus. Also auch optisch anders, irgendwie älter und lässt sich dann auch schön in dem Magazin einpopeln. Aber ich mache das einfach gerne, sorry. Das kostet jetzt wieder so viel Zeit. Lalalala. Das muss man alles vorher heutzutage machen. Früher waren die Magazine blub voll. Jetzt lädt sie jede Patrone einzeln nach. Auch eine schöne Änderung im Spiel, muss ich zugeben. Ja, und bei allen russischen Waffen haben wir immer den RS-Adapter, der dafür sorgt, dass wir die Waffe schön ausrüsten können. Manche akzeptieren zum Beispiel dann aber nicht diese großen Visierungen. Ich lege das mal kurz auf den Boden. Und wieder hier hin. Und dahin. So. Aber fertig geladen, ne? Also, ich weiß gar nicht, wie bekannt diese Waffe wirklich ist. Also, hier geht kein richtiges Scope drauf. Wir werden hier wahrscheinlich nur die kleinen drauf kriegen. Weil das eine, ja, AK-47, wollte ich gerade sagen, eigentlich AK-74U ist. Ich denke, das ist so eine Art Kurzvariante für Spezialeinheiten, ne? Es macht einfach Spaß. Ich habe zwar bammelt, dass Zombies kommen, aber es musste jetzt sein. Gut, das einmal zu der AK, ich vergesse immer den Namen, AKS-74U. Eine ziemlich krasse Waffe. Findet man auch relativ oft. Nein, falscher Dings. Ich vertue mich da immer. Und ihr seht das schon. Zudem gibt es zwei verschiedene Bajonetts. Einmal M9-Bajonett und das andere habe ich, glaube ich, draufgepopelt oder in der Tasche jetzt stecken. Keine Ahnung, dass also es gibt zwei verschiedene Bajonetts, die hier draufpassen. Gut, das habt ihr schon mal gesehen. Dann haben wir die AK-15. Ich würde sie jetzt bezeichnen als die moderne AK-47. Die hat dann das Magazin, was ihr hier seht. Kann das natürlich fassen. Ist natürlich jetzt leer. Und kann leider das hier nicht benutzen oder auch nicht das hier benutzen. Das geht nicht. Passt wahrscheinlich vom Kaliber her nicht, würde ich sagen, ne? Obwohl sie tatsächlich dieselbe Munition benutzt. Oder die Möglichkeit, das überhaupt da einzuklemmen, nenne ich es einfach mal. Ist vielleicht ein bisschen logischer ausgedrückt. Ja, die hat ein eigenes Magazin, habe ich ja gezeigt. Da, ja, wir können nochmal, ja, ich lade das jetzt nicht fertig, das ist albern, die ganz normale AK-Munition auch aufnehmen. Das ist das Gute daran. Ne? Also die lässt sich halt sehr, sehr viel benutzen. Wenn man die Munition auch mit der Maus anklickt, sieht er, oder nicht an, klickt, wenn man drauf geht, sieht man auch AK-47, AKM und AK-15. Das ist die, wofür sie funktioniert. Das Ganze funktioniert aber auch bei der RPK. Die hat auch dieselbe Munition. Da werden wir gleich mal ein bisschen mit schießen. So, das zu der Waffe, jetzt nicht allzu speziell, ist aber natürlich auch wieder möglich, alles Mögliche drauf zu pflanzen. Auch ein Bajonett ist drin. Nee, ist nicht drin. Sorry, Fehlansage. Bajonett ist nicht drin, weil das wahrscheinlich das Falsche war. Aber ich glaube, da kann schon Bajonett drauf. Wirkt noch so ein bisschen frisch, die Waffe, muss ich sagen, hier tatsächlich im Spiel. Und ist eine sehr schöne. Also ich glaube, die ist auch sehr beliebt. Ist auch sehr leistungsstark. So, tschüss, AK-15. Die kam auch erst schon relativ spät im Spiel. Dann weiß ich nicht, warum wir noch eine AK-47... Ja, ich weiß warum. Weil die habe ich komplett fertig gemacht, so wie ich sie wollte. Mit Bajonett.
Hab hier die improvisierte Schiene benutzt und das kleine Ding drauf gemacht und ein Scope und ja. Ein Schuss drin. Gut, ich glaube, das war die wir vorhin ausprobiert haben als allererstes, ne? So. Gut, ja, ich bringe ein bisschen durcheinander. Das ist so viel Material, da kommt man echt durcheinander. Die nächsten Sturmgewehre sind dann nicht mehr russische Bauart. Wir haben hier das M16 Alpha 4. Das Alpha 4 steht immer für, ja, Patch 4 sozusagen, ne? Also nicht Patch, das ist anders. Also die neuesten Varianten heißen dann immer Alpha 5, dann Alpha 6, Alpha 7, immer wenn das weiterentwickelt wird. Und die MK18, die beiden Waffen tun sich für mich im Gefühl kaum was, außer dass die MK18 kürzer ist, aber im Gebäudekampf hier in Scum ist das Jacke wie Hose, ob du ein langes Gewehr dabei hast oder nicht. Wir haben einmal eine aufgemotzte M16 Alpha 4 hier. Ich habe mich ausgewählt für meine Lieblingsvariante. Taschenlampe interessiert mich ein Scheiß. Munition ist natürlich klar. Und ich liebe dieses Vierfach-Dings hier. Das ist sehr schön. Ne? Und habe mich natürlich für Einzelfeuer entschlossen. Ne? Ich mache mal jetzt so ein paar Schuss Einzelfeuer auf das Ziel. Also, treffen ist natürlich ein bisschen schwierig. Man kann natürlich die Luft erhalten. Rutscht immer weiter im Ziel. Macht er jetzt aber Dauerfeuer? Könnte auch Burst sein jetzt, weiß ich noch nicht. Ist die ganze Sache schon ein bisschen schwieriger. Deswegen meine ich ja auch, dass ja, die erste Schuss, der geht im Ziel und die nächsten fliegen da drüber. Also ist sehr schwer. Aber in der Nähe ist das natürlich was Feines. Da tut man einfach hier No-Scope-Kills machen mit. Ne? So, dass die M16, wie gesagt, die bietet wirklich wieder viel, viel Möglichkeiten am Anbauteilen. Wir haben ja auch den Shuddy drauf gehabt. Schauen wir mal, ob das drauf passt hier. Einfach mal das Test. Nicht pausieren, nein. Ja, hat sie drauf. Und damit pieken wir dann auch die Zombies tot. Das ist dann natürlich auch kein Problem. So, gut. Das zu den Waffen. Bei der MK18 gibt es keine großen Unterschiede, die nutzt auch das M16 Magazin und die M16 Munition, da lässt sich natürlich auch wieder alles anbauen, sowieso das MK18 Schalldämpfer, das ist ja auch der MK18 Schalldämpfer, der passt natürlich auch auf M16 und ja, die hat auch wie gesagt die M16 Magazine, ganz normal, also da brauche ich gar nicht viel zaubern und kann genau dasselbe. Eine sehr hochmoderne Waffe, ich glaube eine weit viel größere Weiterentwicklung als die M16 selber. Und ja, ist sehr stabil. An sich haben die immer 30 Schuss. Ne? Es gibt keine Trommelmagazine in dem Kaliber. Leider. Ne? Es gibt erweiterte Magazine vielleicht irgendwann mal, wenn die das reinpatchen. Aber im Moment sind wir da reglementiert auf 30 Schuss pro Waffe. Das war's tatsächlich. So, zudem, dass wir hier so wunderschöne Waffen haben, können wir eigentlich jede Waffe nochmal etwas modifizieren. Das heißt, wir haben Tarnung. Tarnung, in welchen Gebieten wir auch immer sind, Wald, Wüstenähnlich oder Schnee, ich nehme mal den Wald, da darfst du eiskalt bei jeder Waffe einfach so einen Wickel drum machen und dann sieht das Ganze so aus, wenn ich jetzt mal gucke nach Munition, sieht man das vielleicht ganz schön, die Waffe nochmal so ein bisschen nachtarnen, das hat Vorteile, aber ich glaube, wenn die schießen, ist das egal, da kommen so viele Knelle raus, da ist nichts mehr mit Tarnung, ne? Und das sieht man auch hier schön im Waffenrack. Gut, das zu der Tarnung nochmal. Also es gibt hier diese Waffentarnung noch. Zu dem Gidi passend einfach wunderschön und perfekt. So, dann haben wir eine kleine Sonderform. Eigentlich ein schweres Maschinengewehr. LMG genannt, ne? Ist schon ein dicker Brummer. Ist die RPK. Die RPK kann auch, glaube ich, das ganz normale Magazin aufnehmen. Ich muss einmal schauen, was unsinnig wäre, wenn es nicht gehen würde. Genau. Ist dann eigentlich wie so eine, ja, wie soll ich sie nennen? Wartet, ich muss den Namen wieder finden. Eine AKM. Und tut sich da gar nicht so viel. Ehrlich, tatsächlich vom Gefühl her, nur von der Länge her. Und die hat ein Zweibein. Und ja, ist jetzt kein Maschinengewehr, ein langes Maschinengewehr und ein schweres Maschinengewehr. So kann man das, glaube ich, am besten betiteln. Und ja, die ist natürlich ein kleiner Brummer. Ich muss aber sagen, ich denke, die hat mehr Durchschlagskraft, obwohl die selber Munition nimmt. Ich weiß nicht, ob die Entwickler da tatsächlich von Kaliber her Unterschiede machen. Also die hat ja auch die ganz normale AK-Munition. Wir sind mal jetzt mal ganz mutig und opfern mal so richtig Zeit. Das ist mal doofe Papier immer weg, Mann.
Und laden mal so ein Magazin fertig. So geht das, glaube ich, nicht, ne? Eine Sekunde. Das sieht nämlich optisch auch ziemlich geil aus, wie die das macht. Na, ich habe vergessen zu drücken. Sorry. Und das sind 75 Schuss, die du da jetzt reinpuppeln musst. Also das macht man lieber zu Hause, glaube ich, und nicht im Gefechtsfeld. So, und die bauen wir uns jetzt mal schön ein. Wartet mal ab. Ich habe mich immer gefragt, wie so ein Trommelmagazin funktioniert. Und jetzt habe ich immer noch keine Antwort. So, dann die 60 voll machen. Aber die Animationen sind Bombe, ne? Müsst ihr schon sagen, in Scum ist das echt schon Bombe. Klock, 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 klock. Das ist schon witzig gemacht. Von jedem einzelnen Schuss. Ich habe das noch in keinen Survival-Titel so extrem erlebt. Was mich auch auf keinen Fall stört, ne? Da kommen noch ein paar Leuchtspur rein. Warum auch nicht? Man darf sie ja mischen, ist ja kein Problem. Da erkennt man gar keinen Unterschied optisch. Leider wird das ja, das wird auch in echtem Leben nicht angezeigt, ob das Leuchtspur ist oder nicht, ne? Aber 15 Schuss. So. Das Ding ist jetzt rappelvoll bis oben hin. Wahnsinn. Das hier wollen wir gar nicht haben. Puppeln das mal drauf. Das geht so nicht, sorry. Hopp. Hätte ich auch jetzt ganz anders machen können. Aber ist egal. Bam. Schauen mal, ob wir noch einen ES-Adapter finden irgendwo hier. Und machen das Ding mal als Sniper, so gut wie es geht. Also Sniper wird nicht gehen, glaube ich nicht. Dass wir da ein dickes Visier drauf kriegen. Sag ich mal so eins vielleicht. Doch. Boah, überlegt mal. Und jetzt. Auf Einzelfeuer stellen. Das ist ja dasselbe Prinzip, was ich mit der AK schon sagte. Da sieht man richtig die Kugel fliegen. Irre. Boah, die Erschöpfung. Ich würde ja die Entfernung messen. Brauche ich aber nicht, weil da 600 Meter steht. Stimmt das wohl? Immer so aus Neugierde. Sehr rappelig, mein Mädel hier. Flupp. Boah, cool. Oh, boah, wenn man. Ja, keine Ahnung, die ist total K.O., wenn sie Luft anhält. Und das zu dem Waffenwechsel. Also, schon Wahnsinn, ne? Also, das ist schon eine Wumme. Aber immer erstaunlich, wie schnell so ein Magazin leer ist, ne? Gut, das zu dem, was ich euch zeigen wollte. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wir können noch mal ein bisschen Tarnung dran machen, wenn wir Bock haben. Und ja, so findest du und baust du dir die schönsten Waffen zusammen. Meine absolute Lieblingswaffe im Spiel, was Sturmgewehre betrifft, ist das M16 und die MK18 tatsächlich. Also das M16 habe ich sehr gerne in dem Zustand, so wie sie jetzt ist. Aber wenn man sie mal so weit hat, hat man immer Angst, sie zu verlieren. Das ist immer blöd. Die AK-47 mag ich auch. Findet man auch viel Munition für. Und ja, mehr kann man eigentlich zu Sturmgewehren nicht sagen. Ich kann dir den Tipp geben, auf größeren Entfernungen Einzelfeuer zu benutzen, weil das einfach einfacher ist und man spart sich Munition und kann besser zielen. Dauerfeuer nur im Nahbereich, heißt, wenn du im Gebäudekampf bist und du kommst um die Ecke und das ist ein Spieler, da würde ich ein Einzelfeuer nicht empfehlen, da sollte man schon einen ordentlichen Feuerstoß reinsammeln. Ne? Die M16 hat ja auch noch den Burst-Modus, wo, glaube ich, 3 Schuss rauskommen, wenn mich nicht alles täuscht, anstatt nur einer oder Dauerfeuer und dann nochmal ein Dauerfeuer-Modus. Ja, bei der MK18 weiß ich es gar nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Gut, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was ja, gelernt, glaube ich nicht, aber gesehen, was es hier so in Scum an Waffen alles gibt. Echt ein ganz schön Batzen. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Dann geht es da mal um ja, die langen Waffen, die Scharfschützengewehre, ja, Karabiner etc. Was es da so für Möglichkeiten gibt. Bis dann.